Da gibt es Leute mit 100.000 Euro und da gibt es Versicherungen, die die 100.000 gerne hätten und dem Anleger diesen Betrag gerne als Sofortrente häppchenweise auszahlen würden. Ein Leben lang. Die Versicherungen werben dabei mit einem kleinen Wörtchen, das bei vielen, gerade im deutschsprachigen Raum, den Verstand vernebelt, nämlich mit dem Wörtchen garantiert. Garantierte Sofortrente. Dabei ist hier nur eins garantiert. Garantiert ist hier vor allem der Profit, den der Versicherer macht, der jahrelang mit dem Geld des Anlegers arbeiten kann, um so ordentliche Renditen zu erwirtschaften. Der Anleger mit seiner Sofortrente, der muss auf ein langes Leben hoffen, bis er überhaupt nur den Return of Invest, also die Rückzahlung des eigenen Geldes hat. Da nämlich die Versicherung bei der Berechnung der monatlichen Rente von einer erstaunlich stark steigenden Lebenserwartung ausgeht, muss einer schon mitunter den 100. Geburtstag erreichen, bis er so etwas wie Rendite auf sein Geld sieht. Stirbt er vorher, war es ein Verlustgeschäft für den Anleger. Zu vererben gibt es dann oft auch nichts und die Versicherung freut sich, und zwar garantiert. Also klare Empfehlung für alle, die nicht wissen, ob sie mindestens 110 Jahre alt werden: Hände weg von Sofortrenten und immer das Geld als Einmalzahlung plausibel anlegen. Am besten in eine der drei Säulen eines ausgewogenen Wohlstandsbildnerportfolios, die einen Rückfluss von Gewinn nach sehr überschaubarer Zeit in Aussicht stellen. Wie es geradezu vorbildlich zum Beispiel in der dritten Säule gang und gäbe ist.